Um das Quadrat von dieser Summe zu berechnen, wenden wir diese binomische Formel an. Binomische Formel, die besagt, eine erste Zahl plus eine zweite Zahl im Quadrat, das ist das Quadrat von dieser ersten Zahl plus zweimal diese erste Zahl mal diese zweite Zahl plus diese zweite Zahl hoch 2. In unserer Übung sind dieses Produkt die erste Zahl und dieses Produkt die zweite Zahl. Wir wenden jetzt die Formel an und schreiben einfach auf das Quadrat von dieser ersten Zahl plus zweimal diese erste Zahl mal diese zweite Zahl plus das Quadrat von dieser zweiten Zahl. Hier haben wir das Quadrat von einem Produkt. Also wenden wir diese Formel an, die besagt, dass dieses Quadrat dasselbe ist wie 3 im Quadrat mal x Quadrat im Quadrat mal y hoch 5 im Quadrat. Also so. Für den zweiten Term wenden wir diese Formel an, die besagt, in diesem Fall werden die Exponenten addiert. Wir haben hier 2 mal 3 mal 2, das macht 12. Dann x hoch 2 mal x hoch 3, das macht x hoch 5. Und y hoch 5 mal y hoch 1, das macht y hoch 6. Also so. Und für den letzten Term wenden wir wieder diese Formel an, die besagt, dass dieses Quadrat dasselbe ist wie 2 im Quadrat mal x hoch 3 im Quadrat mal y im Quadrat. Also so. Um dieses Quadrat zu berechnen, wenden wir diese Formel an, die besagt, dass in diesem Fall die Exponenten multipliziert werden. Also haben wir hier im ersten Term 9 mal x hoch 2 mal 2 macht 4, also 9 mal x hoch 4 mal y hoch 10. Und hier haben wir 12 mal x hoch 5 mal y hoch 6. Da gibt es nichts mehr zu berechnen. Und im letzten Term haben wir 4 mal x hoch 6 mal y hoch 2. Und daher diese Endantwort. Die Übung ist schon beendet.